Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf dem Weg nach Olpe-Fahlenscheid, denn wir machen eine kleine Bikepark-Session, aber vorher das erste richtige Enduro-Training mit dem Thomas. Ich bin richtig gespannt, was da auf mich wartet, welche Trails wir fahren, was wir üben werden und wie ich überhaupt durchhalte. Wir machen es mal am Weg. Sonnenaufgang gerade, wunderschön. Endlich wieder auf dem Bike, lange Pause gehabt, mal wieder typisch für mich. Ne? Wir machen es mal los, bis gleich in Olpe. Sektion. Der Marc ist auch schon da. Er freut sich auch, morgens früh, sonntags im Nebel hier hoch zu radeln. Aber dafür haben wir die letzte Abfahrt runter zum Parkplatz. Ja, ich bin gespannt, wie es läuft, Enduro-Training. Ich bin gespannt, wie schwer der Trail ist. Weil schwerer als der knappen Trail ist zum Beispiel. Radel mal weiter hoch, wenn ich mich gleich noch mal. Sind wir denn schon da? Ich glaube, die Brille bringt mir nichts. Ja. Ja. Das war's schon an Auffahrt. Hast du aber recht, das ist eigentlich gut fürs Training. Ja, ich habe die ganze Zeit da reingeatmet. Der Mittel, das hat quasi, es gibt zwei Stages jetzt in einem Enduro-Rennen ungefähr. Der erste Stage Laubwald, die zweite Stage Fichtenwald. Und dazwischen ist so ein ganz leichter Bergauf-Part drin sogar. Also ganz leicht. Aber da muss man halt überall eigentlich mit Kraft durchtreten. Das ist bei der Enduro leider auch so. Deswegen fahre ich ja keine Enduro-Rennen mehr. Es gibt so viel zum Treten. Packen was? Leider war der Trail durch den Sturm die Woche davor ziemlich, ziemlich zerstört. Also überall lag erstmal Laub, es war nass und dazu waren auch noch Stöcke gefährlich verteilt, so dass sie sich immer schön in die Speichen packen können. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Zeit einfach genossen. Sonntags mal früh aufstehen, Sonnenaufgang auf der Autobahn und dann mit coolen Leuten zusammen einfach Fahrrad fahren, ist einfach so oder so eine geniale Idee. Davon abgesehen war für mich einfach interessant, wie würde sowas aussehen, so ungefähr so eine Enduro-Stage mit Tretpassage, und der Thomas hatte dann hier einen Trail rausgesucht, den man dafür ganz gut nutzen kann zum Training. Das heißt, man hat Abfahrtssektionen und natürlich auch Uphill-Sektionen. Und zwar einmal zwischendrin auch eine Tretpassage, wo man mal ordentlich Schnellkraft trainieren kann. Denn Thomas sagte, Schnellkrafttraining ist eins der wichtigsten Punkte, die ich auf jeden Fall beachten sollte. Und da bin ich eigentlich dankbar für. Denn Schnellkraft ist so ein Ding, wo ich gar nicht so einen Struggle mit habe. Ich habe eher mit Langzeitausdauer ein Problem und werde viel daran arbeiten, auch berghoch einfach lange fahren zu können, um dann im Endeffekt, wenn ich oben an der Stage angekommen bin, ja nicht zu müde zu sein. Aber auch davon mal abgesehen, von diesen ganzen Trainingssektionen, war es einfach ein cooler Tag, ein cooler Morgen mit Nebel im Wald und einfach schön.
Also irgendwie freue ich mich sogar ein bisschen jetzt auf die Off-Season. Dieses Trails fahren und mit Freunden einfach unterwegs im Wald sein, hat mir doch ein bisschen gefehlt, nachdem ich die letzte Zeit wirklich viel in Parks unterwegs gewesen bin. Eins der Dinge, die ich allerdings überhaupt nicht vermisst habe, war, dass die Finger einfach frieren und es einfach sau kalt ist. Aber ihr seht einfach dieser Wald schon mit dem Nebel im Hintergrund, wie schön das Ganze einfach aussieht. Und ich hoffe, ich habe, genauso wie ich schöne Bikepark-Besuche hatte mit Freunden zusammen, dass ich auch schöne Trail-Touren habe jetzt im Winter. Und ich werde auf jeden Fall keine Pause machen und sozusagen die Off-Season einfach dafür nutzen, um an Schwächen zu arbeiten und für die Enduro-Rennen natürlich zu trainieren. Nach der Uphill-Sektion sind wir dann nochmal hochgeradelt, sozusagen nochmal erneut zur nächsten Stage, um dann den Trail nochmal zu fahren. Auch wenn er nicht perfekt befahrbar war, wollten wir halt nicht nach einer Abfahrt dann schon direkt in den Park fahren, was nämlich unsere nächste Station ist. Wir haben uns morgens früh getroffen, zuerst ging es also Trails fahren, Enduro-Training und anschließend dann noch in den Bikepark Olpe. Ja, und die zweite Abfahrt habe ich dann schon versucht, ein bisschen mehr zu pushen. Das heißt, auch mal bei der Tretsektion einfach mal ordentlich in die Pedale treten und gucken, was das Herz und die Pumpe so dazu sagt. Und natürlich auch das Ganze ein bisschen flotter zu fahren, da ich ja jetzt schon wusste, was so ein bisschen auf mich zukam. Und ich glaube, dass tatsächlich auch der Lüderich, wo der Steve und ich ja unsere ersten Trails gefahren sind sozusagen, ja, wie gemacht sind für das Enduro-Training. Und ich würde sagen, das nächste Mal, Marc, wenn du hier dieses Video schaust, lass uns mal dahin fahren und da mal einen Tag verbringen. Da werden wir ordentlich Kalorien verbrennen und ordentlich Uphill sammeln plus Downhill. Also ich glaube, dieser Berg ist einfach wie gemacht dafür. Und vielleicht schließt der Sender Steve sich ja auch für die ein oder andere Abfahrt an, auch wenn er vielleicht keinen Bock hat, hochzutreten. Zurück im Park, zwei, drei Abfahrten gemacht, Enduro. Ja, jetzt geht's weiter im Park. Das Ganze seht ihr im nächsten Video, damit das ganze Video hier nicht zu lange wird und die Leute, die sich mehr für Park interessieren und so weiter. Ihr wisst, dass man das so ein bisschen trennt. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns also dann ja, in ein paar Tagen schon im Bikepark Olpe im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.